Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mika and the Witch's Mountain. Hier mit Mika und unserem guten Freund O-Pick, dem wir leckeres Mara-Eis in der letzten Folge gebracht haben. So, jetzt haben wir immer noch irgendwo einen Fernseher rumliegen. Eine blaue Kugel, die sie hier erwähnt hat. Ich überlege, ob wir mal die blaue Kugel holen und mal schauen. Und vielleicht, wenn wir dran vorbeikommen. Und dann haben wir hier noch... Moment... Wer ist denn das? Achso, da hinten. Ah, super, da wollte ich ja eh hin wegen der Kugel. Na denn? Gehen wir doch mal dahin. Und dann nehmen wir vielleicht auf den Rückweg, falls es möglich sein sollte, je nachdem, wohin die Lieferung wieder geht. Aber falls es geht, nehmen wir vielleicht die Kugel mit. Und dann gucken wir mal, ob sie hier die Kugel möchte. Zumindest ist sie die Einzige, die bisher die blaue Kugel überhaupt erwähnt hat. Wenn es denn um diese blaue Kugel gehen sollte. Das ist natürlich noch unklar. Ja, hier in dem Fernseher haben wir noch keine Ahnung, wo der hin soll. Haben wir erstmal zum Postamt gebracht. Oh, der ist jetzt wieder hier. Okay, gut, das funktioniert nicht scheinbar. Man kann nicht einfach Sachen irgendwo hinbringen. Okay, gut zu wissen. Das heißt, die blaue Kugel ist auch... Ja gut, die haben wir eh nicht weggebracht. Ja. Die haben wir eh da gelassen. Okay, interessant. Die Sachen sollen scheinbar da bleiben, wo sie waren. Okay. Na gut. So, wir müssen uns im Wasser gerade keine Sorgen machen. Wir haben ja keine Fracht. Nur hier hochkommen sollten wir irgendwie. Verdammt. Ich hätte gern einen Besen, der von sich aus hochfliegen kann. Hallo? Ja, euren Drachen suche ich noch. Ich weiß tatsächlich einfach nicht, wo der sein soll. Ich gucke immer schon so auf hohe Punkte, aber bisher habe ich ihn noch nicht erspäht. Ich hoffe ja mal, dass der Drache vielleicht nicht ganz so weit weg ist und schon hier irgendwo in der Nähe sein sollte. Die ist nicht die mit in Auftrag, ne? Nee. Okay. Ist hier noch irgendwo jemand am Rumstehen? Und? Okay, sollte genau hier bei uns sein irgendwie. Ich komme leider da nicht hoch, von hier zumindest nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir da woanders hochkommen. Ah, da. Okay, wir müssen von da dort hoch. Verstehe. So einfach will man es uns dann doch nicht machen. So. Da ist auch noch eine blaue Kugel. Okay. Gibt es scheinbar mehrere von. Gut zu wissen. Oh, und was haben wir denn hier? Oh, neue Outfits. Oh, das ist ja voll süß mit den Katzenohren. 30 Stück. Oh nein, wir haben nicht genug. Und Schlüsselanhänger. Für was ist das? Achso, das gleiche, ne? Ich hätte gern wirklich das Katzenoutfit gerne. Okay, wir müssen mehr Napopo-Statuen finden. Unbedingt. Und was bist du? Eine alte Amphore. Ha. Ich denke, sie würde eine gute Aquariumdeko abgeben. Verdammt. Mist. Ja, okay. Das wären darfst du, ne? Ja. Da ist nämlich kein Dingensymbol. Okay, komm. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Ich meine, wir haben keinen Auftrag, aber Aquariumdeko, wir wissen, wer hier ein Aquarium hat. Dann lasse ich den anderen Auftrag erstmal, bevor wir da was zeitlich bekommen und ich will irgendwie... Ich weiß, wir können zwei Sachen mitnehmen, aber irgendwie bin ich so ein Mensch, der gerne erst eins nach dem anderen erledigt. Ich... Ja. War ich hier schon? Guck mal, da ist ein Napopo. Wenn wir 30 haben, müssen wir unbedingt da das Katzenoutfit holen. Yay. Es müsste irgendwo so ein Dingens kommen, wo man sieht, wie viele man jetzt hat, wenn man es gerade gesammelt hat, nicht erst im Menü. Aber gut, hat man leider nicht. Hey. Ja, da steht der Fernseher wieder. Ich könnte mich jetzt halt nicht erinnern, dass irgendjemand vom Fernseher gesprochen hätte. Also blaue Kugel hat sie jetzt gesagt. Könnten wir auch noch versuchen. Aber ich würde dann erst zu dem Auftrag.
Nicht, dass wir jetzt direkt wieder rumrennen. Und erstmal gucken, ob das hier überhaupt so klappt. Vielleicht kriegen wir da auch erst irgendwann Aufträge und können das jetzt gar nicht so einfach abgeben. Genau das möchte ich jetzt quasi testen. Ob wir Sachen, wenn wir so Hinweise bekommen, auch direkt abgeben können oder ob man da erst einen Auftrag braucht. Das wüsste ich gerne. Das ist jetzt quasi so der Testflug dafür. Mal sehen. Vielleicht bekommt man da ja so irgendwie irgendwelche Sammelsachen oder so. Huch. Ah. Dahin würde ich. Ach klar, krass, geht tatsächlich. Wie steht's, Mekina, meine liebe Matrose? Herr Orville, Captain, ich habe etwas für Sie. Sehen Sie mal. Was für eine nette Überraschung. Es ist eine Amphore. Ich habe so ein Glück, eine solch ausgezeichnete Deko für mein Aquarium zu besitzen, Mekina. Meine Fischlein lieben es auch. Ich meine gar, sie benutzen die Amphoren zum Versteckspielen. Tatsächlich? Hi, ich sehe es. Ich schaue Ihnen den ganzen Nachmittag zu, bis mein Opik vom Segeln zurückkommt. Dann essen wir gemeinsam zu Abend und verbringen die Zeit danach mit meinen alten Geschichten von der See. Ach, er ist so ein guter Junge. Er hört mir zu, er sorgt sich auch um mich und ich langweile ihn mit meinen alten Geschichten. Ich bin ein Anker, der ihn nicht segeln lässt, Mekina. Oh. Ach Mensch, die beiden. Die müssen sich einfach mal aussprechen, richtig. So, wir haben es weggebracht. Ich weiß nicht, steht das irgendwo, dass wir es gebracht haben? Nee, ne? Das war jetzt einfach mal so ein Nebending, glaube ich. Also hier taucht es jetzt... Ach so, stimmt, wir haben ja die hier noch. Warte mal, nee, hier? Wir hatten noch eine eigene Karte, ne? Irgendwo. Aber ich weiß nicht, wo. Huch. Aesthetic Pollution, change your boom. Was? Was habe ich da geändert? Ich weiß gar nicht, was das hier macht, ehrlich gesagt. Warte mal, ich guck mal kurz das Bild an. Hä? Was hat sich denn geändert? Ich sehe es ehrlich nicht. Hier wären Schlüsselanhänger drunter. Sehen wir aber nicht. Outfit würde ich lassen. Ich mag das tatsächlich sehr gerne. Aber hier weiß ich nicht. Spuren. Spuren. Ach so. Vielleicht beim Besen? Aber wo ist denn unsere eigene Auftragskarte? Ah, hier. Haha. Drachen, der Fernseher. Die Uhr hätte am Forum. Die haben wir abgebracht. Abgeliefert. Abgebracht. So, okay. So, jetzt aber. Okay. Also solche Quests werden dann vermerkt auf diesem, auf unserem Extra-Lieferschein. Gut zu wissen. Mal gucken, was das am Ende bringen wird. Wenn wir diese Sachen machen. Ich würde die schon gerne machen. Ich finde auch, ich finde die Dialoge halt auch sehr schön in diesem Spiel. Deswegen, ich würde da schon gerne über diese Quests auch mehr über die Leute einfach erfahren. Die beiden finde ich irgendwie voll traurig. Die lieben sich voll. Also Ovel und Opik. Aber die können irgendwie nicht so richtig gut miteinander kommunizieren, scheinbar. Hm. Irgendwie denkt da jeder, er würde den anderen quasi... ja, ausbremsen, schlecht behandeln. Bisschen traurig. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Ich würde da wieder den Weg hintenrum einfach nehmen. Da kommen wir ja ganz gut hoch. Bevor ich jetzt lange suche, wo wir sonst hin können. Es scheint ja immer so ein paar mehr Wege zu geben, um irgendwo hinzukommen. Oh, guck mal, jetzt kann man sehr hoch sogar gleich. So, da sind wir wieder. Guck mal, da sehe ich ja gleich wieder eine in der Puppe-Statue. Das müsste die 25. sein. Und da oben ist sogar noch eine, aber... Na, da wüsste ich jetzt nicht, wie wir da rankommen. Nee. Ja! Ah, geht sogar so. Sehr schön. Aber wo ist denn jetzt hier unsere Auftraggeberin? Ach, wir sind ja ganz falsch. Entschuldigt. Oh Gott. Ich habe ja völlig verguckt auf der Karte.
Ich habe mich völlig verguckt. Moment, jetzt muss ich nochmal richtig gucken. Okay. Ich dachte, das wäre das Gelände hier, aber ist es ja gar nicht. Ist das die am Zug? Nee, auch nicht, oder? Ich glaube, da wäre ich ja schneller gewesen, wäre ich rechts rumgeflogen und nicht hier links rum. Naja. Das muss hier irgendwo an der Farm sein, ne? Ich habe das voll verwechselt, das grüne Gelände da. Ich dachte, das wäre das da. Vielleicht ist das sie hier. Hm. Ja. Oh, oh, der Zug ist noch nicht angekommen. Ist was passiert? Geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Ach, Liebes, bist du vom Versandunternehmen? Ja, steht zu Diensten, Frau Cecile. Ich bin Bäuerin auf dieser Seite der Insel des Windes. Du musst diesen Brief an meinen Sohn zustellen. Ach, mein Jean-Paul ist sicher am Bahnhof in Orilla. Nichts leichter als das, werte Dame. Kein Problem. Okay. Also das heißt nicht Zeit, es darf nur nicht kaputt gehen, ne? Das ist, glaube ich, das Ausrufezeichen. Also, Bahnhof von Orilla, wo ist denn das? Ach, einfach direkt in der Stadt. Okay, das kriegen wir hin. Wir dürfen uns hier jetzt nicht gegen eine Wand schleudern lassen, das wäre doof. Warte mal, wenn wir eh gerade Zeit haben. So. Wir haben es ja nicht eilig. Jetzt will ich halt, jetzt weiß ich auch, wofür ich es mache, ne? Jetzt will ich unbedingt dieses Katzenkostüm haben. Ach, der Bahnhof, doch, ich weiß sogar, wo der ist. Jetzt fällt es mir gerade ein, der ist da oben. Oben links von der Stadt. Warte mal. Hier. Genau. Guck mal, ich glaube, das ist er doch. Hallo, Jean-Paul. Ach, die Farben dieser Vögel sind so faszinierend. Hallo, bist du Jean-Paul? Ich habe einen Brief für dich. Ach, verdammt, der muss von meiner Mutter sein. Sie ist sicher am Ausflippen. Ich bin so spät dran. Ja, sie wirkte etwas besorgt. Ach, mein lieber Jean-Paul. Ich hoffe, du kommst bald heim. Lass dich nicht von jeder Feder am Wegesrand ablenken. Was für eine liebreizende Beschreibung dafür, wie glücklich mich die Vogelbeobachtung macht. 12 von 10 auf der Empathieskala, Mama. Ich schreibe dir diesen Brief, denn so fällt es mir leichter, die Worte zu finden. Du bist so jung und willst deine Träume verfolgen, aber im Moment brauche ich dich daheim. Ich kann mich nicht mehr allein um den Hof kümmern. Es bricht mir das Herz, mein Sohn. Ich will, dass du zur Uni gehst und nicht so endest wie ich. Mein Leben könnte so viel besser sein, aber ich bin nur eine einfache Bäuerin. Ach, Mutter, sei nicht so hart zu dir. Nicht schon wieder. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich habe das Gefühl, dass ich dich ausbremse, aber das wird nur vorübergehend sein. In der Zwischenzeit kannst du eine schöne Zeit mit mir auf dem Hof erleben und mit unseren Vögeln, deine Mama. No. Geht es dir gut? Ja, meine Mutter fühlt sich immer schuldig, dass sie mir kein anständiges Leben ermöglichen kann. Aber zur Uni zu gehen und als Bürohengst in der Großstadt zu enden, das ist gar nicht meine Vorstellung eines anständigen Lebens. Hey. Mein Traum, Vogelzüchter zu werden, rührt daher, dass meine Mutter ein gutes Leben auf dem Hof geführt hat. Das kann ich mir vorstellen. Entschuldigt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Wenn sie doch nur zuhören würden. Hey. Ach, das kannst du laut sagen. Was soll's? Warte kurz. Ich muss ihr zurückschreiben. Okay, hier bitteschön. Kannst du meiner Mutter diesen Brief bringen? Bin schon unterwegs. Gut. Komme ich da hoch? Kann ich hier rüber so ein bisschen? Ja, okay. Wunderbar. Manchmal kann man sich so ein bisschen hochdingsen. Na? Okay. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwo. Ah, gut. Sehr gut. Ach, jetzt sehe ich das hier am Besen, ne? Die Blümchen. Das ist, glaube ich, das, was wir da auswählen konnten. Wobei ich die Blumen ein bisschen zu krass finde. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte die gerne nicht. Moment. Ich finde die ein bisschen zu krass. Ja, jetzt ist wieder normal. Okay, schöner. Die lenkt mich ein bisschen ab. Hast du meinen Jean-Paul gefunden? Ist er wohl auf? Ach, Cecile.
Es geht ihm gut und er gab mir diesen Brief für sie. Mutter, ich bin auf dem Heimweg, aber es gab wohl ein Problem mit dem Zug. Mach dir keine Sorgen, es ist nur eine Verspätung. Oh, den Stern sei Dank, mein Junge. Ich freue mich schon drauf, nach Haus zu kommen und mich um den Hof zu kümmern. Ich kann es kaum erwarten, die Babystrauße zu sehen. Mit unserer Hilfe werden sie glücklich und stark aufwachsen. Dein JP. Alles in Ordnung, Cecile? Sie sehen aufgebracht aus. Ach, tut mir leid, ich habe mich in meinen Gedanken verloren, Liebes. Es ist nur, man kann nicht einfach sagen, mach dir keine Sorgen. Und erwarten, dass die Sorgen einfach weggehen, nicht wahr? Eine Mutter wird immer eine Mutter bleiben. Ja, das kenne ich. Meine Mutter liebt mich auch sehr. Die hat dich einfach hier mit dem Nichts gelassen, ohne zu gucken, ob die Hexe dich überhaupt aufnimmt. Also, weiß ich nicht. Oha, ich habe den Lieferschein komplettiert. Ich sollte zu Greif zurückkehren und meine Bezahlung abholen. Aber der Drache? Was passiert denn dann? Wir haben zwei Drachen abgegeben, den dritten noch nicht. Was passiert dann? Ich wüsste schon gerne, ob ich die Quest dann auch weitermachen kann oder ob die dann quasi... ob die dann weg ist. Das fände ich sehr schade, aber ich meine, ich kann auch nicht die ganze Insel nach dem Drachen absuchen, ne? Da sind wir ganz schön lange unterwegs dann. Ich will mal mich gerade hier noch ein bisschen umschauen. Oh, guck mal, was wir da drüben haben. Oh, und hier haben wir auch noch nicht aufgedeckt. So, die Rauffabrik. Dich nehme ich mit. Ja, hier, wo der Dingens ist. Der Stromerzeuger. Ja, ist das nicht der Bürgermeister, ne, sondern wirklich nur dieser Stromerzeuger hier. Uah. Ich habe den Druck über das Kesselventil erhöht, damit wir noch mehr Energie erzeugen. Ja, cool. Klingt gut. Klingt gefährlich vor allem. Whee. Cool, mit dem Turm ist da... Ja, da ist was. Warte. Aber keine Statue, sondern was anderes. Huch! Ist das ein Babystrauß? Ich habe den gerade erst weggekickt. Huch! Moment. Können Strauße etwa fliegen? Entlaufene Straußenjunges. Okay, bringen wir das mal zurück. Schön, wie das gerade weggekickt wurde. Ja... Kann ich das hier bei irgendjemandem, bei ihr vielleicht? Sie ist ja eigentlich die Straußenzüchterin hier. Ja, hi, ich hab da was. Hallo, Cecile. Ich habe einen Babystrauß in der Nähe des Hofs gefunden. Oh, Liebes, den Stern sei Dank. Mein Jean-Paul und ich haben uns Sorgen um die Kleinen gemacht. Oh, um die Kleinen? Nun, Liebes, drei Babystrauße wurden durch einen Wirbelsturm vom Hof weggeblasen. Ach, danke, dass du einen zu seiner Mutter zurückgebracht hast. Gern geschehen, Madame. Drei. Verdammt. Okay. Ich würde gerne noch hier kurz in der Nähe gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sonst wo sind, ne? Also ich denke schon, dass die dann auch irgendwie in der Nähe sind, oder nicht? Ja, guck mal, da komme ich wirklich nur von da ganz oben hin. Das will ich mal probieren. Ich will wissen, ob sich das lohnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da vielleicht ein Strauß gelandet ist, weil es eben nicht so einfach zu erreichen war. Oh, da war eine Statue. Bisschen schade, dass hier oben gar keine Musik ist. Ach doch, jetzt, okay. Hat nur länger gebraucht zum Einsetzen. Komme ich da hin? Kann es sein, dass wir diese Dinger erst irgendwie aktivieren müssen? Okay, hat geklappt. Ich habe es ein bisschen mit einem Trick. So, noch eine Statue, aber kein Straußenbaby. Nee. Ha, hätte ich erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte, als Entwickler hätte ich eins draufgeballert. Also eins draufgesetzt. So. Was haben wir da unten? Sieht auch einigermaßen interessant. Warte mal. Moment. Ja, hi Koa. Mayo hat gesagt, Sandy wartet am Strand, aber auf einer Insel ist überall Strand. Das ist Koa. Oh, Koa. Und eine Ocarina. Wow, eine Ocarina. Wie cool. Oh, jemand ist sicher traurig darüber, dass er sie verloren hat. Moment mal. Was ist damit? Das sind Krallenspuren an ihren Löchern.
Okay, eine Katze kennen wir. Oh, wie cool das einfach ist, dass hier Koa ist. Ich liebe es. Okay, komm. Wir müssen weiter. Wie komme ich denn hier da? Oh, steht die hier einfach im Nix. Wie schön. Mario würde ich auch noch gerne sehen. Ach Mensch. Ich freue mich gerade voll. Ich habe so drauf gehofft und ich habe es mir auch fast gedacht, dass wir Koa hier garantiert irgendwo treffen werden. Ich konnte es mir nicht anders vorstellen. Jetzt bin ich so happy, dass wir es tatsächlich getan haben. Oh. Ich find's toll. Ich find's großartig. Und guck mal da oben. Hab's gesehen. Kein Drachen, aber etwas anderes. So, mitgenommen. Ich liebe das hier mit diesen Luftströmen. Ich sage das Wort, ich liebe es sehr oft hier, ne? Ich weiß. Aber es ist auch wirklich sehr viel Schönes hier an dem Spiel. Wäre ich andersrum schneller gewesen? Ich glaube fast ja. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich ja auch links rum kann. Ich habe das jetzt einfach so drin hier mit dem rechts rum. Ich wäre einfach andersrum sehr viel schneller gewesen. Ach, wie ärgerlich. Naja, gut. Jetzt macht es keinen Unterschied mehr. Jetzt ist es auch egal. Naja. Kann man immerhin weiter Ausschau halten nach Statuen und so weiter wie die hier. Komme ich da hoch? Na, gerade nicht so. Okay. So, ich hoffe, das ist auch die richtige Katze, zu der ich jetzt fliege. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht nur eine geben. Aber es ist die einzige, die mir gerade einfällt. Deswegen, ja, die da hinten im Basenzelt, ich weiß gar nicht mehr, aber die da hinten wohnt halt. Auf den windigen Ebenen oder wie die hießen. Da will ich hin. Ich denke, da könnten wir richtig sein. Ob die eine Ocarina vermisst, weiß ich nicht. Versuchen wir es mal. Hey. Darf die nass werden? Ja. So, jetzt müssen wir nur wieder da hoch. Machen wir das. So, zu der da wollte ich. Mal gucken. Ja. Mhm. Hallo, Kiala. Ah. Hey, wie geht's dir, Mika? Ich bin am Strand vorbeigekommen und hatte so ein Gefühl, weißt du? Ich habe diese Ocarina gesehen und dachte plötzlich an dich. Ha, weil sie auch mir gehört. Oh, wirklich? Oh. Ja, ich habe sie verloren, als ich vor einiger Zeit auf die Insel kam. Ich hatte meine geliebte Gefäßflöte fast schon vergessen. Danke, dass du sie zurückgebracht hast. Sehr schön. Sehr gut. Und die da oben nehme ich auch mit. So, okay. Dann sind wir tatsächlich schon am Folgenende. Es freut mich, dass ihr auch jetzt wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und habt euch auch so sehr über Koa gefreut. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.